Nein, lass die Bauern. Nachher ist man immer Bauer. Ihr kennt doch das Sprichwort. Wir können die Steine dieser Ruine verwerten. Ja, wunderbar. Tut es. Tut es. Für England. Macht daraus Tee. dieser Tee hat so einen erdigen Geschmack. Oh, ein feines Aroma. Yay. Sind wir nicht toll? Sagt es, sagt es. Sammeln wir Steine in dem Geröll. Wenn wir genug haben, schicken wir sie nach England. Und das bringt uns was? Gibt's in England keine Steine oder wie? Na, egal. Mal im Ernst. Also, wo sind die Arbeiter? Ach, da. Wunderbar. Wow. So viele. Jetzt übertreibt man nicht. Es wäre halt schön, wenn wir noch irgendwie Türme hätten. Naja. Egal. Hallo, Armbrust. Es geht doch nichts über eine ordentliche Portion Brüste. Ich meine natürlich Armbrust. Ja, stimmt. Die Mehrzahl von Armbrust ist ja Armbruste, wie ich gehört habe. Mann. Sollte ich mir mal zur Brust nehmen. Schiffe aus England. Schön, dass ihr da seid. Ach stimmt, ihr wollt ja die Steine mitnehmen. Ja. Habe ich euch schon gefragt, wie es euch geht? Mir ist sehr ums Wohlbehalten meiner Zuschauer. Ich kümmere mich sehr darum. Sagt mir, wenn euch etwas fehlt. Für den Thron. Kann ich euch vielleicht noch einen Tee servieren, während wir warten? Jetzt habe ich irgendwie selbst Lust auf Tee. Wisst ihr was, ich schenke mir mal ein Wasser ein. Wo ist meine Flasche? Wo ist meine Flasche? Da ist meine Flasche. Hallo, Flasche. Was machst du? Hallo? Ah, ist der Herr auch fertig? Ja, wunderbar. Lasst mich raten, neues Missionsziel. Bauen Sie alle Steine ab. Mit 5 Bauern, 4 Steinbrüche mit je 300.000. Let's Play Part 367. Yay! Ich glaube, wir sind langsam fertig, die Steine zu bauen. Sammeln Sie geschickt werden, 150. Dann nach England geschifft werden. Cool. 150. Ja, okay. Falls ihr jetzt ein komisches Quietschen gehört habt, das war meine Wasserflasche. Die auch garantiert mit Wasser gefüllt ist. Und nicht mit irgendwelchen alkoholischen Substanzen. Nee, es ist wirklich Wasser. Glaubt mir. Ja, 150 Steine. Ich würde sagen, dies ist mit Abstand die spannendste Mission, die wir bisher in Empire Earth hatten. Spürt ihr nicht auch diese gewaltige Spannung in der Luft? Gucken wir mal dahinter, vielleicht ist hier irgendwas. Die Trebuchets lassen wir mal da, dass meine Türsteher. Wer wollte nicht schon immer einen Trebuchet als Türsteher haben? Da war so ein gewaltiges Trebuchet da. Und wenn du nicht alt genug bist oder falsch angezogen bist, dann gibt's halt einfach mal einen Stein ins Gesicht, weil es einen ganzen Felsbrocken. Brauchen wir bloß noch so ein bisschen dickere Jacken. So richtig so bullige Jacken. Ja, Milo. Richtig aufgeplustert da stehen. Für Albion. Für Narnia. Für Ruhm und Ehre. Ist das auch ein Land? Na egal. Schwertkämpfer vorwärts. Kennt ihr nicht das Land Ruhm und Ehre? Für Ruhm und Ehre. Hallöchen, na hallo, was haben wir denn da? Ich glaube, es hat sich schon mal gelohnt, hier hochzugucken. Für den Thron. Eisen und Gold, hier haben wir Holz, unten haben wir Nahrung. Ich würde sagen, wir haben alles, um glücklich zu sein. Auch wunderbare Zahl. Ja. Mit meiner Ehre. Also ich würde mal soweit sagen, hier ist alles gut. Unten ist noch ein Tor, vielleicht gibt es auch noch irgendwas. Pikeniere vorwärts. Sion. Mit ganzem Herzen. Für den Thron. Ach ja, dann reitet mal zurück, meine Freunde. Reitet zurück für England. Tut es. Damit eure Kinder stolz auf euch sein können. Und die Kinder eure Kinder. Und die Kinder der Kinder eure Kinder. Und so weiter. Ihr kennt das Palaver. Kurzfassung, ihr werdet bezahlt, ihr reitet jetzt eine Runde.
Chat. Hm, für Cheats. Ja, und zum Chatten alternativ. Chat vorrangig für Cheats. Nebensächlichkeit, ja, zum Chatten kann man es auch noch verwenden. So, meine Freunde, dann guck mal, was da unten ist. Dafür wird es ja wohl nicht sein. Wow. Ich würde sagen, wir haben Feldweg gefunden. Sollte uns irgendwann mal der Feldweg ausgehen, wissen wir, wo wir Ersatz finden. Ah. Schatztruhe. Wir haben genügend Steine in diesen Ruinen gesammelt. Es wird Zeit, sie über den Kanal zu verschiffen. Steine sind ja auch die wichtigste Ressource, die es gibt. Kann ja England nie genug von haben. Damit kann man Häuser bauen. Und mit Häusern gewinnt man bekanntlich ja Kriege. Na gut, man kann auch Trebuchets damit beladen. Hm. Oh, ist das unsere Belohnung für die Steine? Jetzt kriegen wir bestimmt irgend so eine Steinstatue geschenkt. Ja, danke schön. Was will ich jetzt damit? Ja? Ein Baumeister aus England ist eingetroffen. Unter seiner Leitung können wir alle Häuser bauen, die wir brauchen. Ah, ja. Ein Architekt. Ja. Jetzt können wir bauen. Wir können auch unsere Siedlung zum Stadtzentrum aufwerten. Und da hinten haben wir natürlich andere Ressourcen. Kriegen wir auch noch irgendwas anderes aus England? Irgendwas, was uns vielleicht hilft? Fieser Fetzer. Der Architekt hat die Pläne für ein Stadtzentrum mitgebracht. Und ich wollte schon fast... Das wird, ich glaube, ich hätte jetzt ziemlich gemein aus der Wäsche geguckt, hätte ich die fünf einfach mal zum Bevölkern reingeschickt. Ach nein, nein. Okay, ihr fünf, geht mal zurück. Unverzüglich. Einer von euch sammelt mal Holz. Wir müssen unsere Kräfte sammeln und wieder zum Kampf rüsten. Nordöstlich liegt Calais. Diese Stadt soll als nächste fallen. Ruhig, 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 ruhig. Wir wollen erstmal die Felder bestellen. Das Land bestellen, die Felder bearbeiten. Unverzüglich. Ihr wisst Bescheid. Gut. Ja. Ja. Wunderbar. Also, der eine macht noch Holz, damit wir dann bald eine Mühle auch hier drin bauen können. Das ist mein Hauptziel. Es fehlt ja nur. Fehlen ja nur viel Holz. Dann wollen wir zuerst schauen, dass wir dann eine weitere Mühle bauen, die vollkommen bebauen, weil ich fühle mich nicht gut, wenn ich Mühlen außerhalb der Stadtmauern habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die dann lieber drin. So eine Stadt eignet sich eigentlich wenig als Feld, aber boah, ein Strategiespiel geht sowas halt. Also beschwert euch nicht und esst fein den Teller auf. Dich soll ich als nächstes angreifen, was? Na, das können wir mal ein bisschen erkunden. Tod den Heiden. Oder wir machen wirklich hier draußen und bauen einfach hier noch ein paar Türme hin. Das wäre jetzt auch weniger schlimm. Bevor wir jetzt extra eine ganz neue Mühle bauen. Jetzt haben wir nochmal zwei mehr, das reicht eigentlich vollkommen aus. Na komm, dann machen wir das so. Dann holen wir uns noch ein paar Bauern. Ihr wisst ja Bescheid, nachher ist man immer Bauer. Vor allem, wenn man Jack heißt. Und hier ist erstmal Wald. Mit meiner Ehre. Tod den Heiden. Und noch mehr Weg. Mit meiner Ehre. Jetzt ist halt die Frage, ja gut, es hieß ja auch, kümmern Sie sich auch um Ihre Verteidigung. An die Säbel und wer weiß, was alles passieren kann. Für Ruhm und Ehre. Könnte sich ja der böse Wolf einschleichen. Ja. Und sie als Großmutter tarnen. Unverzüglich. Ja. Mindestens. Es könnten sogar noch schlimmere Sachen passieren. Kommt mehr, Bürger. Ach, da oben ist auch einer. Ja, wunderbar.
Jetzt ist halt die Frage, wollen wir hier vorne irgendwo blockieren? Bevor wir hier irgendwo Türme platzieren wie die Affen, können wir doch gucken, ob wir für Narnia irgendwo hier einfach mal blockieren können. Wir können zum Beispiel hier eine Mauer ziehen. Zack. Dann Torhaus, ein paar Türme dazu. Noch ein wenig Salz und Pfeffer drüber. Einmal umrühren. Und gucken wir mal, ob wir irgendwo eine schön verteidigbare, schön zu verteidigende Engstelle finden. Ich hab's gerne eng. Hallöchen. Mehr von euch bitte. Jetzt können wir schon anfangen, die ersten Extrafelder zu bauen. Hab ich euch erlaubt, hier Nahrung zu sammeln? Schon irgendwie gemein, oder? Na egal. Es sind Feinde. Feinde müssen sterben. Tod den Heiden. Einfach nur weil. Ausrufezeichen. Mit ganzem Herzen. Das Ganze passiert. Für den Thron. Weil Ast wegen Baum aufgrund von Wurzel. Punkt. Für St. Georg. Und für St. Georg natürlich. Ja. Das hatte ich beinahe vergessen. Also gut. Noch mehr Bauern, bitte. Oh, da ist Mauer, das macht. Du Scheiße! Lauft, lauft! Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich tue es auch nicht mehr. Französische Bauern. Wie Bauern seht ihr mir nicht aus? Kommt, jetzt haut drauf. Jetzt tu das, tu das. Sie sind geschwächt. Sie sind damit beschäftigt, uns zu töten. Sie sind geschwächt, sie sind abgelenkt. Herrlich. So viel zum Thema Erkunden. Also, einfach weiter sammeln. Gut, dann machen wir uns mal bereit, weiter zu töten. So, jetzt können wir mal auch die Felder verbessern. Nein, da. Richtig. And when I got an arrow in my knee. Oh nö, ich hab den Witz versaut. Ah, mein Knie. So. Scheiß Autosave. Ja, unverzüglich. So, ein paar von euch machen natürlich noch weiter Stein. Das ist auch wichtig. Stein ist wichtig für eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung. Man braucht täglich seine 500 Milligramm Stein. Okay, Milligramm ist ziemlich krass. Tägliche Ernährung, 500 Milligramm Eisen. Kann man einfach mal so einen Eisenbahn nehmen und mal reinbeißen. Aber, das ist auch was ziemlich Lustiges. Ich habe es mal gehört, das ist so ein altes Hausrezept, was tatsächlich helfen soll, wenn man mal erkältet ist. Soll man einen Apfel nehmen und dort tatsächlich einen Nagel, einen alten Nagel, reinbohren. Weil besser gesagt, so eine Schraube oder so ein Nagel halt rein in den Apfel und ein, zwei, so einen Tag ziehen lassen. Und dann Nagel rausnehmen, Apfel essen. Dann ist der Apfel sehr eisenhaltig. War ja auch ein Eisennagel, den man reingesetzt hat. Und das soll wirklich helfen bei Erkältungen. Also so habe ich das gehört. Ob das jetzt wirklich stimmt, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. Aber es soll anscheinend so ein altes Hausrezept sein. Ja, unverzüglich. Und es geht doch nichts über alte Hausrezepte von Oma Frieda. Jeder hat eine Oma Frieda. Jede Oma auf dieser Welt muss Frieda heißen. Wir haben auch Spürhunde, mit denen können wir aufdecken, aber ich glaube, wir wissen, hier angreifen, alles vernichten, auf den Kadavern herumhüpfen. So, erstmal fällen wir diesen einen Baum. Einfach nur, weil er mich so schief angeschaut hat. Rotzede. Gut, es ist vielleicht auch eine Rotzeder, aber für mich ist es eine Rotzede. Nahrung geht jetzt richtig gut rein. Wir haben ordentlich Feld. Unsere Nahrung steht und fällt mit dem Feld. Haha. Ja, unverzüglich. Ich bin heute ein Sprichwortklopfer. Also.
dann machen wir hier oben auf jeden Fall eine Siedlung. Besser gesagt, erstmal so, was ist das erste? Ich glaube doch eine Siedlung, oder? Ja, genau, eine Siedlung. Die machen wir zum Stadtzentrum. Und dann wird hier oben ordentlich Ressourcen gesammelt. Und dann rüsten wir richtig schön zum Krieg. Ah, es geht doch nichts über ein bisschen Krieg am Morgen. Irgendwie werden wir angegriffen. Wow. Hallöchen. Und, ach, es geht doch nichts über Nachbarschaftsliebe. Schlag. Schlag ist anfällig für Steine ins Gesicht auf jeden Fall. Trebuchets schießt mal. Danke. Wegen Stich. Das war's. Ich bin echt am Überlegen, ob ich überhaupt großartig Pikiniere bauen will. Ich habe ja für Stich eigentlich die Ritter. Ist eigentlich eine Idee. Als Infanterie bauen wir eigentlich vielleicht nur Schwertkämpfer. Naja, gut, da können wir später nochmal drüber nachdenken. Wir können doch über alles reden. Ja, unverzüglich.